Jo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Galaxy. Nachdem wir die Höhlenverlies-Galaxie abgeschlossen haben, wollen wir hier direkt mit der nächsten weitermachen. Und diese Galaxie heißt Kanonenflotten-Galaxie. Und dort heißt das erste Level Strahl, Strahl, Strahl. Bin mal gespannt, was wir hier machen sollen. Uns wahrscheinlich von den Strahlen hier nicht erwischen lassen. Ey, okay, das war relativ easy. Also schnell weiter hier. Oh, müssen wir jetzt hier alle drei Gegner besiegen? Wie besiegt man die denn? Ach, einmal drehen. Okay. Und dann raufspringen? Jawohl. Zack. Oh, dann haben wir hier wieder was mit Gravitation. So, dann einmal hier rauf. Einmal hier rauf. Und weiter geht's. Hier wieder einmal die Gravitation umkehren. So, schaffen wir es rüber? Jo. Ab in die Röhre. Wo ein paar Bomben auf uns warten. Die uns direkt auch mal erwischen. So, wir wollen hier aber rauf. Auf ihn hier. Und ab nach oben. Leben wäre mal nicht schlecht. Also komm her, Gumba. Perfekt. Und wieder Wandsprünge. So macht man es nicht. Sondern so. Jo, hier wieder den Strahlen ausweichen. Direkt mal weiter. Und da vorne ist der Stern. Schauen, wie wir da hinkommen. Ach, hier gibt es wieder Kugelwillis. Dann müssen wir irgendwas zerstören, scheinbar. Noch habe ich nichts gesehen. Komm mal mit, Kugelwilli. Hier war das. Oder? Ja. Sehr schön. Und dann wird hier Wasser reingespült. Perfekt. Und dann sollen wir uns auf den Strahlen hier bewegen. Einmal hier rüber. Das Ab interessiert uns mal nicht. Nee, wir wollen direkt zum Stern hier. Wahoo! Dann machen wir direkt weiter mit dem zweiten Level. Überlebe das Sperrfeuer. So, hier müssen wir immer schön rechts bleiben, damit die Schraube sich weiter dreht und wir vorankommen. Und den Rest können wir hier auch springen. Ah, und jetzt sollen wir hier immer alles freischalten. Eieiei. Ey! Sehr schön. Einmal hier rüber. So, und direkt beide getroffen. Perfekt. Und so ein ähnliches Level hatten wir schon mal. Ach, und jetzt das Ganze auf dem Kopf. Auch cool. Aber ziemlich easy. Sollten irgendwie halt mehr Bälle schießen oder sowas, damit es mal ein bisschen spannender wird. Und jetzt das Ganze nochmal hier in seitwärts. Und nochmal auf den Kopf. Eieiei, hier musst du mir einen Backflip machen. Und fallen runter. Und fallen nochmal runter. Was mache ich denn hier? Okay, die Passage ist doch mal ein bisschen trickier. Aber da sind wir jetzt auch durch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in diesem Level ein Risikokomet erscheinen wird. Aber erstmal haben wir diesen Stern erhalten. Und dann gehen wir ins dritte Level dieser Galaxie. Das heißt die Rache des Begamon-Stammes. So, hier sollen wir wieder einmal hoch. Zack. Ach, Begamon sind diese Beyblades oder was? So, und die sollten wir wahrscheinlich wieder da reinschießen. Komm schon. Jawohl. Da geht das rote Licht aus. Und das grüne. Danke, hier ist eine Abkürzung für dich. Ja. Tolle Abkürzung. Sollen hier die blauen Splitter einsammeln. Komm schon, ich brauche dich, damit ich hier hochkomme. Jawohl. Hier ist Nummer 4. Und der letzte. Und zack. Weiter geht's. Nein, nein, nein. Oh. Ach, hier unten gibt es extra Leben. Ja. Die wollte ich natürlich mitnehmen. Deswegen sind wir nochmal zurück. Nicht, weil ich zu blöd war. Wollen wir das Ab hier auch mal mitholen? Sehr schön. Und weiter geht's. Hier außen können wir nicht getroffen werden. Ich frage mich, war hier irgendwo ein grüner Panzer? Ich habe keinen gesehen. Die extra Leben brauchen wir eigentlich auch nicht. Na gut, wir nehmen sie jetzt trotzdem nochmal mit. Und dann geht's hier hoffentlich zum Bosskampf. Jo. So, auf den sollten wir raufspringen. Eieiei. Das war gemein. Ey! Also, dass wir da ein Leben verloren haben, war aber ziemlich gemein. Holen wir uns mal das Leben hier. Und hier. Dann rauf auf ihn. Und zack, zweiter Treffer. Und der dritte. Ja, der hat wirklich nicht viel drauf. Sterne halten. Jo, meine Freunde, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wie immer, bis zur nächsten Folge. Haut ihr rein.